steig ein. Ich weiß, sie konnten dir nichts nachweisen. Naja, ohne Wagen kannst du ja auch schlecht Rennen fahren. Razor hat dich gelinkt. Er wollte nur deinen Wagen. Und das Schlimmste ist, er ist Nummer 1 auf der Blacklist. Und das mit deinem Schlitten. Um wieder dabei zu sein, musst du dir einen Namen machen. Rennen gewinnen und Kopfgeld kassieren. Ich habe für dich eine Unterkunft klargemacht. Aber erstmal brauchst du was zum Fahren. Hey Ed, hier ist Mia. Ein guter Freund kommt mal vorbei. Tu mir einen Gefallen und hilf ihm. Danke. Du hast was gut. So, da unser Wagen dann natürlich geholt worden ist, sozusagen, und wir jetzt holen müssen. Ja, komm. Ja. Ich wollte ein Golf GTI, aber da kostet 35. Ich hab mir 30.000 Euro. Mit so einem Komplett CSS oder so. Also einen komischen. Na dann, komm. Auch wenn ich es gerne nicht will. Check deine Karte. Fahr zu dem Ort, von dem ich dir erzählt habe. Wir treffen uns dort. Alles klar. Doppelzimmer jetzt. Naja, so, jetzt bis gleich. Cool, du hast es gefunden. Wie gefällt's dir? Stell deinen Wagen hier ab, kannst dich wie zu Hause fühlen. Und untertauchen, wenn's dir zu heiß wird. Wenn du Razor deinen Wagen nicht freiwillig überlassen willst, hast du noch ziemlich viel vor. Du musst dich in der Blacklist hocharbeiten und alle anderen Fahrer besiegen. Aber zuerst musst du versuchen, überhaupt wieder in die Blacklist reinzukommen. Fahr das richtige Event, sammel genug Kopfgeld und du kannst einen Fahrer aus der Liste herausfordern. Hast du sie alle geschafft, gehört Razor dir allein. Cool? Ich werde dich wieder nach oben bringen. Ich rufe dich an, wenn es was Neues gibt. Bis dann. Also so, jetzt ist unser nächster VW Golf GTI Rundkursrennen. Das ist Sonny. Er hat verdammt viel Zaster in seinem Schiffen. Ich glaube, die Kiste ist einfach kühlt, also wenn er das nicht einfach gut macht, ist also die neuesten Teile an seinem Wagen zu haben. Oh ja. So, wir müssen drei Meilensteine gesamt Kopfgeld 20.000 und drei Rennsiege machen. Gucken wir mal, was haben wir. Wir haben ja schon drei Dings. Dann würde ich mal sagen, machen wir erstmal Sprint. Fangen wir mit Sprint heute mal an. Ich hab Bock auf das Game, muss ich euch ehrlich sagen. Ja, das ist ein bisschen.
Einheiten auf Empfang. Ein Code 6 Zielobjekt wurde gemeldet. In Fahrtrichtung Norden. An den Heritage Heights vorbei. Einheiten im Umkreis bitte anrücken. Nee, hab ich jetzt schon die Cops, Alter. Da fängt's schon an. Er versucht mich abzuschütteln. Standby. Sind unterwegs in Richtung Westen. Am Hickley Field vorbei. Bringe diesen Typen nicht zum Stehen. Fordere 1085 an. Roger, 2-1. Einheiten haben sich gemeldet und sind unterwegs. Hab ihn gefunden. Bin hinter ihm. Hab jetzt schon die Kopfhörer, also falls er mir Bravo 24. Xbox 360 Spiel sagen würde, ja, sagt ja, wir haben ja jetzt dürfen wieder dort zu sein oder? Lage unverändert. Waren die anderen Bezirke vor? So, da haben wir schon mal den ersten 1500 Bänder. Ich überhöhe den Verdächtigen und blockiere ihn. Standby. Das Fahrzeug zieht davon. Ich melde mich, falls ich ihn verliere. Ich habe das Fahrzeug verloren. An alle Unterstützungseinheiten. Fahrzeug wurde zuletzt gesehen in nördlicher Richtung an Hillcrest vorbei. Ich sehe Größe und werde die Nummer 1 der Blacklist. Du erreichst sie vom Unterschiff. Bla bla bla. Ja, ich weiß ja schon. So, warte mal kurz. Ich habe nochmal eine Mitteilung gekriegt. Okay, zurück zum Unterschub. So. Ich glaube, wir müssen den ersten Blacklist-Fahrer, das kriegt man nur irgendwo. Also die Rennen sind noch ein bisschen angenehm. Auch der Blacklist 15 ist ein bisschen angenehm. Und das Heck ist auch noch. Tolle Voraussetzung. Und Kursrennen gibt's jetzt erstmal. Boah, da hilft mir einer. Wirklich. Also ich fast gar nichts mehr sehen. Juhu! Ich hoffe, es gefällt euch auch noch zuzusehen, beim Labern zuzuhören. Hoffe ich mal zumindest. Also wie schon gesagt, das Spiel hat mich schon sehr geliebt. Vor allem habe ich mit dem Spiel Weile geliebt. War ja mein Lieblingsspiel. Schon gesagt, Leute, ich muss erstmal wieder reinfinden in das Game. Aber das wird jetzt mal so arg.
richtig geil, aber hier. Das war vielleicht doch gut, das besser zu machen. Und 1500. Achtung, nordöstliche Streife. Uns wurde gerade ein rücksichtsloser Verkehrsteilnehmer gemeldet. In nördlicher Richtung auf dem Highway 99. Kann sich jemand melden? Schön, dass jemand zu mir sagt, ich bin ein rücksichtsloser Fahrer. Stimmt ja eigentlich auch. Wir sind ja ihr bösen Racer. Aber Racer ist ja der Böse. So. Wir haben schon einen Meilenstein erreicht. Welche denn? Ein Komma, einer Verfolgung als 4 Minuten. Das haben wir dann da noch. Machen wir mal Radarfalle. Die Rockport-Cops wollen uns fertig machen. Die sind überall. Je länger die Verfolgung dauert, desto stärker steigt dein Fahndungsstatus. Je höher dein Status, desto mehr Cops. Wenn's einmal eng wird, rase einfach in Objekte auf der Straße. Ich nenne das Verfolgungsstopper. Triffst du einen, ist der Cop entweder außer Gefecht gesetzt oder muss anhalten und sich um das Chaos kümmern. Es funktioniert, glaub mir. Jeder Verfolgungsstopper ist mit einem entsprechenden Symbol markiert. Um den Fahndungsstatus deines Wagens zu senken, versteckst du ihn einfach eine Weile. Dann interessiert er die Cops nicht mehr. Soll dein Fahndungsstatus schnell sinken, fahr in einen Shop und bau deinen Wagen um. Karosserie, Lack, ganz egal. Hauptsache, dein Wagen wird nicht erkannt. Senk deinen Fahndungsstatus schnell, indem du deinen Wagen wechselst oder tunst. So, da habt ihr nochmal das Tutorial nochmal angeguckt. So, wir müssen 130 in der Radarfalle fahren. Oder? Die erste Fahndungsstufe. So, dann haben wir das mal schon mal gemacht. Also wir machen auch alles. Also wir machen jetzt alle Rennen, damit ihr auch ein bisschen genießen könnt. So, Meilenstein haben wir jetzt zwei gemacht. Wir machen wir mit dem Rennen weiter. Da haben wir nämlich nur noch eins, nämlich K.O.-Rennen. Das wird lustig. Und dann können wir sozusagen jetzt nur noch die Cops machen. Und ich weiß jetzt schon, dass ich auf jeden Fall viel mehr Kopfgeld habe als sonst. Also wir müssen jetzt drei Runden fahren. In jeder Runde fliegt einer raus. Also dann wieder zwei Runden. Quasi ausfließt. So. Fliegt schon mal der erste raus. Und der Wassermann fliegt raus. Probieren Sie es da hinten. Also jetzt habe ich hier so 40 Minuten. Wenn wir jetzt jedes einzelne Ding machen, glaube ich schon, dass wir das eine Folge machen. Es kann auch sein, dass man schnell drin sein, wie ich mich erkenne. Ja, von damals.
Movie gemacht hab. So, ich muss jetzt mal gucken, wie ich das mit den Soundtracks mache, weil die ja sozusagen geklemmt wurden an den Copyright, nicht Copyright-Wesen. Ich habe ja sozusagen bei Linux 24 Clams bekommen, aber alle wieder zurück, wurden aber wieder alle zurückgezogen. Ich glaube, das kann ich dann beanspruchen. Ich ja auch die Originalmusik in allem, und dann kann ich noch ein bisschen Zeit setzen. So, das Rennen haben wir jetzt schon mal erledigt. Jawohl. Zack. So, jetzt müssen wir nur noch die Cops machen. Also müssen wir erstmal ein bisschen. Achtung, nordöstliche Streife. Ein Code-6-Zielobjekt wurde gemeldet. In Richtung Süden. Auf der State Street. Einheiten bitte anrücken. Genau, dann müssen wir jetzt die Cops ein bisschen machen. Verdächtigen eingeholt. Er ist definitiv Code 6. Wow, Code 6. Versuch zu entkommen. Ja, dann. Code 3. Ich kann machen, was ich will. Die Typen schütteln mich ab. Typen? Ich bin nur ein Typ. Okay, verstanden, Echo 11. Habe Bodeneinheiten für euch frei. Sind unterwegs zu euch. Wow, was soll er machen? Sich gemeldet und sind unterwegs. Haben da andere schon mal dran gepopst? Wow. Hey Jungs, müssen wir mal ein bisschen Gas geben. Echo 11, erbitte aktuellen Situationsbericht. Lage unverändert, warnt die anderen Bezirke vor. Der Zug kann gar nicht fahren, den hol ich mir. Hat das nicht gezählt? Ja, jetzt hat's gezählt. Wow. Das muss den Kerl einkreisen und ihn in eine Straßensperre zwingen. Was? Das ist negativ, 2 Echo 11. 5-1 meldet, dass ihr mit eurer Anfrage noch warten müsst. Standby. Mein Wagen ist defekt, bin raus. Wir haben uns aber auch erreicht. Zentrale schickt jeden Bürger frei. Wir brauchen jede verfügbare Hilfe. Unterstützung ist nur noch ein paar Minuten entfernt. Boah, jetzt ist der nächste schon wieder. Sag ja, ich krieg hier die Magneten dann. Jetzt können wir alle Verfolgungsstopper nutzen, um sozusagen abzuhauen. Tschüss. Bye. Tschüss. Er rast durch die Station. Schickt mir nur Verstärkung. Er hat gerade meine letzte Unterstützungseinheit ausgeschaltet. Und 3-10, Nährlässer Richtung Nord. Sind sofort da. Zell 1. Okay, ihr könnt mit mir rechnen. Sichtkontakt verloren. Stand by.
Unterstützungseinheiten auf dem Weg zur Verfolgung. Das Objekt wurde zuletzt gesehen in Richtung Osten auf der State Street. Wir sperren den Stadtteil ab. Aktuelle Infos folgen. So. Gesamtkopfgeld haben wir jetzt 13.000. Wir haben schon 13.200 Kopfgeld. So, weiter geht's. So, jetzt. Hey Mann, dieser Sonny sucht ein Rennen. Er ist neu auf der Blacklist. Das ist also deine Chance. Versau es nicht. Jawohl. So, dann gehen wir wieder in den Unterschlupf. Also ich glaube, ich mache das für euch, dass ich das so unverändert. Das wird 2 Rundkurse, ne? Dann machen wir das. Ich glaube, dann machen wir das so, dass wir dann jeden Blacklist ein Video machen. Das heißt 15 Videos. Ja, kommt gut hin. Das schaut man dann. Ob man das Auto gewinnt, ob man nicht gewinnt, weiß man noch nicht. Geht man ja noch mit. Aber da kommt man ja. Dass er nichts redet. Und auf der Straße, du sollst auf der Straße fahren, Kollege. Also falls jetzt jemand fragt, ob ich so gut auf die Kurve fahre, ist halt, dass das Auto langsam ist. Und er braucht 2 Runden Rundkurs. Ich hole mir auf jeden Fall die Wagen zurück, wenn ich fahre. Ja, okay, mal sehen, ob man das Auto kriegen. Weil ich will jetzt nicht jedes Auto nochmal neu erfahren. Ich will ja natürlich euch ja sagen, nur dem BMW 3, wenn ich es auch okay, ging es auch nicht, dann ist es nicht. Bei mir auch. Ich würde so eine Kurz machen, weil wir haben immer dieses Kopfgeld haben, als wir eigentlich bräuchten. Also auch immer was dran. Und das war schon mal sehr gut. Aber ja, ich habe ein sehr gutes Lied.
damit haben wir schon mal das erste Rennen durch. So, dann gehen wir jetzt zwei Rundenkurse. Jetzt was mache ich ja, der hat ja. Ich hoffe, dass ich irgendwie auch mal Sprints bekomme, aber das geht gar nicht hier. So, nochmal zwei Runden. Dann machen wir jetzt wieder raus. So, eine Stunde hat es gedauert, um den Ronny zu erledigen. Und ich hab Hunger. So, absolviert. Okay, wir kriegen die Gamers Coin. So, Erfolg. So, wir kriegen zu diesen Symbolen 10 gelben Impressionsscheine für den Knast, extra Verwandlungsscheine, Freigabe und Fahrzeugscheine. Nehmen wir jetzt einfach mal links. Okay, Geld. Hab ich jetzt mit Na komm, nehmen wir mal die Mitte. Und wir kriegen den Fahrzeug schön, das gibt das. Cool. So, nächster Blacklist für das Fahrzeug. Brings Killig Test. Dieser Spinner zieht die Bullen magisch an. Ja, Blacklist nennt ihn nur Tess. Er hasst die Cops, und die Cops hassen ihn. Halt dich besser von den Fern. Es ertreibt sich die Straßen von Brustwort herum und Fuß nach Anfang. So, dann raus. Ja, sie sind wirklich besser. So.
Neuer Wagen und neue Teile. Feststellt Bedingungen. Ja, ja, das soll seine Bedingungen mal sich kurz mal woanders mal schieben. So. So, dann gehen wir erstmal rein. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann, Leute.